Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Bei dieser Legung über die Liebe für die nächsten 2, 3 Wochen ab dem Zeitpunkt, wo du diese Legung schaust. Gut. Beachte dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Skorpion, und auch, dass ich aus der Sicht einer Frau spreche. Wenn du ein Mann bist, dann sei so lieb und trage das entsprechend um. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Gut, Skorpion. Ich beleuchte das Thema, das Hauptthema, das jetzt, was du von der höheren Macht, vom Schicksal dran ist. In Sachen Liebe, dann den blinden Fleck, also was du nicht siehst, was dir nicht bewusst ist, was aber in das Feld der Liebe bei dir reinwirkt und wie du es erlösen kannst, wie du es zum Positiven nutzen kannst und natürlich die Prognose für die nächsten 2, 3 Wochen. Skorpion, ich freue mich drauf. Skorpion. Danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal. Für deinen Kommentar, lieber Skorpion, danke für deine Wertschätzung. Ich freue mich sehr drüber. Das muss ich mal vertiefen, lieber Skorpion. Der Hauptthema ist, die nächsten 2, 3 Wochen, was ist real und was nicht? Die 7 der Kelche, die haben verschiedene Bedeutungen, aber ich kriege ganz deutlich durch, dass das im kollektiven Feld für dich, dass du dir das anschauen darfst. Was ist real, was nicht? Was ist Illusion, was ist Täuschung? Und da geht es vor allem um eine Thematik, die dich selbst betrifft. Und zwar, ist es so, dass du mitunter, das betrifft ja nur die nächsten 2, 3 Wochen, lieber Skorpion, den Eindruck hast, dass deine Liebe Königin der Kelche, ja, nicht angenommen werden könnte oder nicht angenommen wird. Du weißt am besten, wie der Situation jetzt ist, ja. Aber da darfst du, darum würde es gehen, eine Blickwinkelveränderung vornehmen mit Gehängten. Ja? Weil das vielleicht gar nicht so ist, weil das eine Illusion ist. Vielleicht wird deine Liebe erkannt, vielleicht wirst du als Liebende gesehen und deine Liebe auch empfangen. Und dass sie nicht angenommen wird und nicht empfangen wird, ist vielleicht eine Illusion, lieber Skorpion.
Schauen wir weiter. Ui, ui, ja. Lieber Skorpion, das, so wie das gerade dir vermittelt habe, weitergeben durfte, da komme ich jetzt gleich zum blinden Fleck. Also das, was dir nicht bewusst ist, aber ins Feld der Liebe einwirkt, lieber Skorpion. Und zwar der blinde Fleck ist, dass dein Wert, dein Selbstwert, dass du deinen Eindruck, deine Wahrnehmung über das, was du wert bist, nicht dem Wert entspricht, den du wirklich hast. In deinem Feld, in deinem System ist so ein blinder Fleck, der da meint, ich bin nichts wert, ich bin arm, ich habe nichts zu geben, nichts einzubringen, wer bin ich denn überhaupt? Ja? Die 5 der Münzen. Ja? Diese Wahrnehmung, diese Selbstwahrnehmung oder auch ich habe nichts, ich habe ja niemanden, ich bin ja nichts, ich bin der Fülle nicht wert. Weißt du, so dieses Aschenbrödel. Energie ist es, ja. Du bist absolut wertvoll, lieber Skorpion. Ich hoffe, das ist dir bewusst, aber unbewusst wirkt das. Ich hoffe, man kann das sehen. Erlösen. Du hast dieses Mangelbewusstsein, das unbewusst wirkt, indem du dir klar machst, die 9 der Münzen, wie wunderbar bereichernd du bist, wie wunderschön du bist, wie reich du bist. Da war halt ganz stark der Aspekt der Dankbarkeit und den Blick auf das zu richten, was du bereits hast. Was du bereits hast, an Gaben, an Talenten, an Schönheit, an inneren Werten, an Ressourcen, an Liebe, wie bereichernd du bist, in Sachen Liebe. Wie erfüllend du bist. Du bist wie ein Geschenk. Du bist ein Geschenk für andere. Das ist ganz wichtig, weil das streut in den Bereich der Liebe ein, lieber Skorpion. So, die Prognose. Einen Schluck Wasser. Die Energie, die dir zur Verfügung steht, ist, dass du die Vergangenheit hinter dir lässt. Du schaust nach vorne und erwartest, empfängst, was da auf dich zukommt. Zuversichtlich. Die 3 der Stäbe. Wunderschön. Ich freue mich sehr.
was das übrigens ist, was da auf dich zukommt, auf das Gummiklei, aber ich schaue mir das ganz, ganz genau an, weil das ist eine ganz tolle Karte, die Kraft. Und ergänzend, erweitern, schaue jetzt in der Fortsetzung, ja, ob es da vielleicht einen Mann gibt oder vielleicht zwei, wer weiß das schon. Und was da näher, was ich da näher bringen darf, was du empfangen darfst in Sachen Liebe, lieber Skorpion, ja. Den Link zur Fortsetzung findest du in der Infobox unter diesem Video, einfach auf mehr klicken, ja. Du empfängst eine Energie, die dir Kraft gibt, eine Situation, die dir Kraft gibt. Prickelnde Erotik übrigens auch, kräftigend, leidenschaftlich, strahlend. Diese Energie steht dir zur Verfügung. Es ist ein großer Arcana. Karten. Das heißt, es ist für dich im Feld. Und wenn du sehr weise bist und das möchtest, dann nutzt du diese Energie und empfängst sie. Und was es ganz genau ist, das schauen wir jetzt an. Lieber Skorpion, ich danke dir fürs Mitdabeisein. Vielleicht sehen wir uns ja gleich in der Fortsetzung, da hat mich gefreut, war nicht. Dann wünsche ich dir das Allerbeste. Pass bitte gut auf dich auf und hoppla. Jetzt erleg mich schon. Und viel, viel Segen für dich und bis bald. Stella.